Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur MST heute. Microsoft scheitert mit TikTok-Übernahme. Die Inhaber der beliebten Video-App TikTok wollen das US-Geschäft der Plattform nun doch nicht verkaufen. Eine Partnerschaft mit Oracle soll laut Berichten den Weiterbetrieb in den Vereinigten Staaten sicherstellen. Trump reist ins Krisengebiet. Mehr als 30 Menschen sind bislang durch die Feuer an der US-Westküste gestorben. Zehntausende Menschen mussten fliehen und ihr Zuhause verlassen. US-Präsident Donald Trump reist heute an die US-Westküste in das Krisengebiet. Vorab machte er lokale Behörden für die Lage verantwortlich. Weitere Nachrichten jetzt im MST News-Ticker. Zeichen der Entspannung im Gasstreit. Im Streit zwischen Griechenland und der Türkei ist ein wichtiger Streitpunkt vorerst entschärft worden. Das Erdgaserkundungsschiff Urugreis ist in türkische Gewässer zurückgekehrt. Der Konflikt ist damit jedoch nicht vorbei. Israel verhängt zweiten Lockdown. Die israelische Regierung fährt das öffentliche Leben erneut massiv herunter. So soll eine Überforderung des Gesundheitssystems verhindert werden. Die Opposition spricht von Regierungsversagen. Radtour rund um Zingst. Unsere MST-Korrespondenten in Zingst, in Rügen, haben jetzt am Wochenende eine Radtour rund um Zingst gemacht und uns davon berichtet. Unsere MST-Reporter sind diesmal rund um Zingst unterwegs und machen eine Radtour und berichten uns über ihr Abenteuer. Traditionell jedes Jahr unser kleiner Männerausfahrt, Startpunkt in Zingst. Angekommen sind wir gestern Abend hier in Zingst, haben ein kleines Grillfest gemacht, weil wir heute fit sein wollen für unsere große kleine Ausfahrt, Startpunkt in Zingst, über Prero, immer an der Küste lang, bis nach Ahrenshoop-Hinter. Da treffen wir uns dann am kleinen Hafen, essen mal ein schönes Fischbrötchen, Bismarck oder was auch immer. Gibt ein paar Bierchen wieder dazu. Ja, unser Andre, unser alter Tourguide hier. Und dann geht's rüber an den Botten zurückgefahren. Ja, komm hier ins Bild hier, Klaus. Wenn du auch noch mit ins Fernsehen willst, dann über den Botten zurück, Prero, Wieg. Na, und dann fahren wir vielleicht noch mit der Fähre rüber nach Fuhlendorf. Und von dort geht's dann nochmal 10 Kilometer Rundreise wieder beendet. Da, wo wir gestartet sind, in Zingst, in der Bahnhofstraße. Und dann heute Abend wieder Burger mit Grillen. Und das gleiche Prozedere wiederholt sich dann wie immer jeden Tag. Das gleiche Trinken, Essen, Spaß haben, wa? Ihre Radtour beginnt und ihr erster Stopp ist der Weststrand in Zingst. So, Teil 2 unserer kleinen Ostsee-Rundfahrt. Wir sind jetzt angekommen am Weststrand. Legendärer, schöner Strand. Im Hintergrund die berühmten Windflüchter. Ist einfach ein Traum, sollte jeder mal da gewesen sein. Ihr nächster Stopp ist der Hafen von Ahrenshoop. Jetzt haben wir hier unsere Halbzeit erreicht von unserem kleinen Radmarathon. Sind in dem wunderschönen Ahrenshoop angekommen, ehemalige kleine Künstlerkolonie. Im Hintergrund sehen wir den Hafen mit den Zesenbooten, haben wunderschönes Wetter, kriegen jetzt, was wir immer machen, Bierchen können wir am besten, denn jetzt wieder zurück über Born, Wieg, der wieder nachziehst. Ja? Traumhaftes Wetter, viele Grüße an die daheim gebliebenen. Tschüss, 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 tschüss. Ja, und mit dem Foto verabschieden sich unsere MST-Korrespondenten aus Zingst. Und jetzt weitere Nachrichten vom Sport. Hamilton gewinnt auch in der Toskana. Lewis Hamilton hat beim 1000. Grand Prix von Ferrari seine WM-Führung ausgebaut. Der Brite siegte beim großen Preis der Toskana vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Ferrari war erneut chancenlos. Das Rennen war mehrfach wegen heftiger Unfälle unterbrochen.
Das Rennen in Mugello verläuft turbulent, phasenweise sogar sehr gefährlich. Bereits kurz nach dem Start kommt es zu einer ersten Karambolage mehrerer Autos. Dabei fällt mit Max Verstappen bereits hier der erste WM-Verfolger von Mercedes aus. Das Safety Car beruhigt das Feld und führt es wieder zusammen. Beim Neustart fahren die vorderen Boliden ungewohnt langsam. Daraufhin rasen einige Verfolger mit hoher Geschwindigkeit auf den Pult auf. Alle Fahrer kommen unbeschadet davon, aber das Rennen muss zum ersten Mal unterbrochen werden. Die Situationen bisweilen unübersichtlich. Noch in der Anfangsphase sind 7 Ausfälle zu verzeichnen. Nach einer erneuten Freigabe des Rennens übernimmt der Titelverteidiger Lewis Hamilton die Führung und bestimmt in der Folge auch diesen Grand Prix. Für das italienische Traditionsteam Ferrari bedeutet der große Preis der Toskana das 1000. Formel-1-Rennen. Die Leistung ist aber auch heute unverändert schlecht. Das Auto zu langsam, nicht konkurrenzfähig. Charles Leclerc wird 8. Sebastian Vettel landet auf Platz 10. In der Schlussphase fliegt Lance Stroll nach einem Reifenschaden von der Strecke, bleibt dabei unverletzt. Erneut folgt eine Unterbrechung. Das Ziel erreichen mit 12 Boliden nur etwas mehr als die Hälfte aller 20 Teilnehmer. Für Lewis Hamilton ist es der 6. Saisonsieg. Mit dem 90. Sieg seiner bisherigen Karriere baut der Brite seine Führung in der laufenden WM-Wertung weiter aus. Und nun noch die Wetteraussichten für Dienstag, den 15.09. und Mittwoch, den 16.09. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum MST-Wetter. Ja, am Dienstag lösen sich regionale Nebelfelder bis Mittag auf, ansonsten scheint durchweg die Sonne. Ab und zu tauchen dünne Schleierwolken auf und über dem südlichen Bergland bilden sich ein paar harmlose Quellwolken. Die Temperatur erreicht für diese Jahreszeit ungewöhnlich hohe Werte von 25 Grad an der Nordsee und bis 34 Grad am Rhein. Am Mittwoch gibt es nach örtlichem Frühnebel weiterhin viel Sonne, aber ein paar mehr Wolken als an den Vortagen. Und vereinzelt bilden sich auch Schauer und Gewitter, 20 bis 32 Grad. Tschüss, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.